Moin Leute, willkommen bei Germanassi Playground. Heute zeige ich euch mal kurz einen Vergleich. Sicherlich gab es auch schon mehrere Male, aber ich habe es noch nicht gemacht und ich wollte es gerne mal sehen und da nehme ich euch natürlich mit. Ja, und zwar das Topmodell der BES Plus gegen die Einstiegsversion der HX-Reihe oder der E6-Reihe. Nämlich der reine 4S-fähige HX. Das hier ist ein sehr, sehr alter, der auch noch die normalen Querlenker hat. Soweit ich gesehen habe, hat ein heutiger normaler H6 die verbesserten Querlenker drin. Ja, aber einfach um mal zu sehen, wo sind die Unterschiede. Karosserie-Styling ist natürlich ähnlich, wobei wir hier, seht ihr hier vielleicht auch Türen angedeutet haben und so weiter. Die Grundform ist natürlich voll der HX-Style. Hier die Crystal Blue. Und beim RTR haben wir die herkömmliche silberne, die natürlich schon ein bisschen gesehen hat. Wir haben ja hier einen gebrauchten Wagen. Ja, das erkennen wir. Der gebrauchte hat natürlich auch ein bisschen, ebenfalls ein bisschen goldenes Tuning drin. Ja, Unterschied ist natürlich erstmal der Regler. Tatsächlich ist das auch ein 150 Ampere Regler wie in der 6S Version, die es von diesem Fahrzeug gibt. Der ist hier aber nachgerüstet. Original ist das 100 Ampere 4S Regler und hier haben wir 150 Ampere. Dort haben wir einen Tor 2500 kV Motor, der auf 4S ausgelegt ist. Hier haben wir einen 2250 kV Motor, der auch 6S kann. In beiden Fahrzeugen, hier ist es nicht so, aber in beiden Fahrzeugen ist ein Servox 15 Kilo Servo drin. Das zur Elektronik. Akkufächer, original sind natürlich nicht diese optionalen Akkufächer drin, sondern diese Klappen zum Rauftun und dann mit Bodyclips befestigen. Nicht so toll. Da gibt es natürlich hier in der BS-Version dieses geile Klettband hier. Habe ich euch im Unboxing gezeigt alles. Das natürlich ideal. Und zumindest für den Betrieb von 2S. Der hier wird sowieso nur an 4S gefahren. Da passen die dann auch gut rein. Trotz diesem hier. Da kann man die schön auf beiden Seiten so seitlich vorbeidrücken. Die gehen rein. Alles gut. Hier geht das mit 2S auch wunderbar. Wobei man die sogar von hier hinten aus reinsliden kann. Und man kann sogar ein 3S Hardcase von hier hinten reinsliden. Hier drüben ist das nicht möglich. Da ist die Empfängerbox im Weg. Da klappt es einfach überhaupt nicht. Also ist das 6S Fahren da mit Hardcase echt schwierig. Die Akkus müssen echt sehr klein sein. Auch alle meine Softcase passen aufgrund ihrer Kabelführung da nicht rein. Ja, da haben sie ja bei der V-Gen Generation definitiv was anders gemacht. Ja, Akkufächer finde ich sind, ich merke ja sowieso bei jedem Auto über die Akkufächer oder bei fast jedem, ne? Ja, ansonsten sehen wir hier natürlich halt den gleichen Aufbau, bloß hier drüben ist alles besser. Ich zeige euch natürlich auch ein paar Nahaufnahmen. Hier drüben haben wir einen normalen Motormount, wo das mit dem Drehen, Schraube lösen, Drehen eingestellt wird und ein Plastik, eine Plastikgetriebebox. Hier drüben ist die natürlich aus Aluminium mit einem sliding Motormount. Das hat natürlich alles viel, viel, viel geiler gemacht. Ist ja klar. Dämpferbrücken sind bei beiden aus Metall. Diese sehen natürlich edler aus, mit einer gefrästen Kante und so weiter. Aluminium-Dämpfer, die charakteristischen Federn mit sehr vielen Windungen. Das haben wir hier drüben auch. Allerdings haben wir hier Kunststoffdämpfer verbaut. So, Querlenker, Aufhängung und so weiter ist eigentlich alles das gleiche. Wie gesagt, hier sind verbesserte Querlenker mittlerweile drin. Die Wellen sind auch andere. Also auf beiden Modellen haben wir CVD-Wellen. Hier sind aber veränderte eingebaut. Und die Mitnehmer sind natürlich auch verschieden, alleine schon durch die Farbe. Was ist an den Mitnehmern dran? Die Reifen. Diese sehr weichen Reifen hier, so Summit-mäßig, waren das ja Aushängeschild oder das charakteristische Zeichen, wo will eigentlich mal rollen, vom HX. Und bei der BS-Version sind natürlich dann diese hier gekommen, die, ja, habe ich schon gesagt, über eigentlich sozusagen über jeden Zweifel haben sind. Man könnte sich ein bisschen mehr Dämpfung wünschen,
Das haben wir natürlich hier en masse. Aber das ist natürlich auch noch ein Riesenunterschied. Gehen wir wieder zurück zum Auto. Bei beiden relativ identischer Frontbumper. Bei beiden mit LED-Beleuchtung drin, serienmäßig. Ja, den einen juckt, den anderen halt nicht. In den Bulkheads ist natürlich noch ein riesiger Unterschied. Und zwar die Differentiale. Das sind quasi fast und komplett verschiedene Differentiale. Die Outdrives sind natürlich hier anders. Das Tellerrad Triebling ist CNC gefräst und anders. Das Diff Case selber ist aus Metall hier und dort ist es aus, die sagen es Metall. Also ob das jetzt Aluminium ist oder Stahl, ich denke mal es ist Aluminium. Ne? Das ist aus Kunststoff. Die Innereien haben aber bei beiden die gleiche Artikelnummer. So, der hier hat auch einen Mitteldiff verbaut. Das ist allerdings nicht Serie. Serie ist einfach nur ein Kunststoff-Spulen, jetzt sage ich jetzt mal. Also wir haben nicht mal eine Slipperkupplung. Die Kraft geht direkt nach vorne und nach hinten. Macht ihn für seine Fiesta dann natürlich aggressiv und so weiter, ist klar. Das Mitteldiff, was bei dem nachgerüstet wurde, hat aber tatsächlich andere Artikelnummer als dieses hier mittlerweile hat. Wo die Unterschiede liegen, kann ich euch nicht sagen. Was hier vorne natürlich alles gesagt wurde, gilt auch für hinten. Sachen wie die Querlenkerhalter, die sind oder auch die Ackermannstrebe, die sind hier auch aus Metall. Hier drüben sind sie lediglich Gold. Denke mal nicht, dass da so großartige Unterschiede herrschen. Die Abdeckung hier hatte ich ja gesagt, dass die sich ganz anders anfühlen und andere Farbe hat, während das hier normaler Kunststoff ist. Sieht die ja fast aus, als wenn die aus Metall wäre. Ist sie natürlich nicht. XC90 Plugs ist natürlich auch eine Änderung. Das ist ja beim, hier war es noch Dienst. Und ja, Kabelführung, hier sind sie nur reingeklipst. Hier sind sie wunderbar festgeschraubt. Das ist auch super gemacht. Das Chassis an sich ist alles gleich, was die Kabelführung angeht. Regler, Anschalter und so weiter, Empfängerbox. Das ist natürlich alles gleich. Auch von unten gibt es da keine großartigen Unterschiede. Ja, also, wir halten fest, was sind die Änderungen? Natürlich Karosserie, Reifen, die Aluteile, die sind auch ein bisschen dicker, wie es aussieht. Besser sollen sie auf jeden Fall sein. Wir haben Aluminiumdämpfer, wir haben bessere Akkuhalter, wir haben einen viel besseren Antriebsstrang. Hauptsache ist das gleiche, Getriebe auch, aber das drumherum ist natürlich alles anders. Wir sind 6S-fähig und so weiter. Querlenker, also gut, Querlenker, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass bei einem neueren HX auch die normalen Querlenker hier verbaut sind und nicht die, die dazu neigen, sich zu verdrehen. Und ja, das auf jeden Fall dazu, sind auf jeden Fall die Unterschiede dieser beiden Modelle. Und natürlich, ja, Akkufach hatte ich gesagt, das hatte ich ja erwähnt tatsächlich eben. Und ja, das hier ist der Wagen meiner zweiten Tochter und den nimmt sie, wenn es ans Bashen geht. Ja, Kabel drücken das ein bisschen hoch. Auf jeden Fall ein solides Auto. Den hier gilt es ja noch zu testen und ja. Das einmal ein kurzer Vergleich. Wo liegen heutzutage die Unterschiede? Eigentlich an den gleichen Stellen, wo sie auch dann damals schon lagen. Und wie gesagt, wer nicht so sagt, ja, die ganzen Teile brauche ich nicht, oder ich will sie mir Stück für Stück nachrüsten. Reifen sind aber definitiv cool. Es gibt den hier auch in der HX6S-Version. Dann haben wir diese Reifen hier an Bord und eine 6S-Kombo. Der Rest ist aber, glaube ich, dann ganz genauso. Ja, alles klar. Eine Sache habe ich noch vergessen, Leute. Hier hinten, die Spoiler hier halten. Der Spoiler ist natürlich auch andere Farben und so weiter. Die sind auch aus Aluminium. Das war's aber dann mit den Unterschieden. Gut, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal.